Willkommen zurück zu Super Paper Mario. Ihr seht, was abgeht. Es ist so, ja. Wir sind bei Graf Knickwitz und konnten seinen legendären Schutzschild zerstören, da die 8 Reihenherzen, ja, dafür gesorgt haben. Dafür waren die 8 Reihenherzen. Nämlich dafür, oh Gott, er hat uns verlangsamt. Nein! Ach so. Hä, was macht er denn? Ich verstehe es nicht ganz. Erzeugt der Dunkelheit? Na egal. Mir ist es doch Latte. Okay, bislang sieht's relativ gut aus für uns. Bist du? Oh nee. Nee, nee. Bis da will ich nicht. Ja, es ist so. Übrigens, Bowser, Luigi und Peach, also falls ihr den letzten Part nicht gesehen haben solltet, sind wieder da, mit von der Partie und jetzt sind wir. Okay, ich benutze sie aber nicht. Warum eigentlich nicht? Ich benutze Bowser. Pass mal auf, ich gehe nach oben. Bowser fügt mehr Schaden zu. Außerdem haben wir immer noch Bomben. Oh, fuck you all. Nein, das darf nicht passieren, oder? Jawohl. Ja. Na, also hier. Wo bist du, Tiger? Ach, da bist du. Tja, und natürlich... Tippi und Knickwitz sind natürlich das alte Paar Blumiere und Timpani, aber wen juckt das schon? Mich jedenfalls kein, nicht die Bohne. Nein, 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 nein. Komm, das wollen wir nicht. Keine Ahnung, was es ist, aber das wollen wir nicht. Er schafft Dunkelheit. Oh, verdammt, er hat uns getroffen. Ja, ich weiß gar nicht, wie viel KP der jetzt noch übrig hat und so, aber, auf jeden Fall sieht es bislang ganz gut aus. Es ist nicht so toll. Wir müssen hier nach rechts laufen. Was ein bisschen sinnfrei ist. Aber hey, was tun wir nicht alles, um der Dunkelheit zu entkommen? Jetzt reicht's aber da. Verdammt! Was macht er da für einen Zeitlupen-Modus? Nein! Ich frag mich auch, wie wir so laufen können. Ist mir egal. Hauptsache weg von seinem schwulen Angriff da. So, das zählt doch. Mit der Schnelligkeit kommen wir nicht weit. Bowserchen. Ach, schon wieder der Angriff. Wir müssen einfach nur weglaufen davor. Das nervt mich aber. Na gut, der letzte Endbossfight. Da darf man das. Komm. Ach, super. Aber ich muss noch einige Treffer mehr landen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der sich so einfach siegen lässt. Oh Mann, ganz oben. Da kann ich den nicht auf die Rübe springen. Ich kann höchstens Bomben hinschicken. Geht's um... Schade eigentlich. Schade, dass die Bomben nicht gewirkt haben. Ich würde mir wünschen, dass Bomben Graf Knickwitz besiegen. Und da will ich nicht hin, aber... Unten bist du. Warum bin ich so langsam? Und warum bin ich jetzt da drinne? Okay. Wieder 12. Na, wie gefällt dir das? Ach, ich wollte doch nicht. Das kleine... Oh, jetzt aber. Kumpan. Ey, wie viel verträgst du? Eine Menge, kann ich mir vorstellen, aber trotzdem. Und tschüss! Down! Down! Tor! Tor! Knick! Ein Knick in der Knickwitz-Optik. Und tschüss, Mann! Geh sterben und beeil dich! Wir haben wieder mal... Ach, da, 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 da. Okay, ich genieße den Abspann. Das dunkle Herz. Oh. Ausgezeichnet. Im Graf. Ihr habt gewonnen. Achso. Ihr habt gewonnen. Beende das Spiel von Graf Knickwitz. Ohne mich verschwindet das dunkle Herz. Die Prophezeiung erfüllt sich nicht. Warum muss es so enden? Timpani,
nachdem du verschwunden bist, habe ich lange nach dir gesucht. Ich habe nie aufgegeben. Ich suchte und suchte. Aber vergeblich. Ohne dich war die Welt ohne Sinn und Freude. Also nahm ich die verbotene Prophezeiung des Stammes der Ältesten. Ich wollte alles zerstören, was dich mir weggenommen hatte. Aber ich bin hier. Niemand kann uns mit trennen, verstehst du das nicht? Es ist zu spät. Graf Knickwitz hat so viel Böses getan. Es muss enden. Zu wissen, dass du noch lebst, zu wissen, dass deine Welt weiter existiert, gib mir Frieden. Ich habe nicht mehr viel Zeit und muss mein Spiel beenden, bevor die Leere. Aber jetzt, da wir endlich wieder zusammen sind! Vorsicht, Graf! Das soll sie ja. Doof, Assistentin! Du wirst dich vor den Grafen, um ihn zu schützen, wie dramatisch. Oh la la. Ich wollte ihm den Frieden geben, den er so sehr möchte. Dimension, du? Natürlich, dies ist mein großer Moment. Auch ohne den Grafen kann das dunkle Herz bestehen, wenn ich es kontrolliere. Aber ich brauche die reinen Herzen, um ihn zu besiegen. Für mich allein wäre das unmöglich gewesen. Also habe ich euch die ganze Arbeit machen lassen. Und ich habe Graf Knickwitz mit Hilfe der reinen Herzen besiegt. Ich sollte euch einen Fresko mit Dankeskarte schicken. Was soll das heißen? Das heißt, dass ihr keinen Wert mehr für mich habt. Also beende ich euer Spiel. Sie gehören dir, Meister L. Oh, ah, warum winkle ich mit den Armen? Oh, das ist nicht gut. Ich bin Meister L. Was befiehlt der Dimension, mein Gebieter? Wie konnte das passieren? Bevor ich Luigi herschickte, pflanzte ich einen Samen in sein Unterbewusstsein. Und dieser Samen blüht jetzt. Meister L, mach dich bereit für deinen großen Auftritt. Was ist los? Ich verstehe gleich gar nichts mehr. Meine Damen und Herren, Sie sehen gleich die größte Vorstellung aller Zeiten. Luigi und das dunkle Herz. Also langsam wird es mir zu bunt. Köln. Luigi? Dem dunklen Prognostikungsfolge ist er der ideale Wirt für das dunkle Herz. Und jetzt füge ich dieser Mischung meine eigene Magie hinzu. Nein, stopp! Graf Knickwitz, so erledigt wie ihr aussaht, hätte ich euch fast vergessen. Ich werde euch später zerquetschen. Wartet einfach in diese Dimension dort, ja? Om nom nom nom. Oh, fuck. Jetzt gehört das dunkle Herz mir. Damit werde ich alle Welten zerstören und perfekte neue schaffen. Sollen wir beginnen? Jetzt habe ich alles, was ich brauche. Jetzt werde ich König aller Welten. Oh, Demenz. Wie wäre es mit Bomben oder draufspringen? Okay, ich sehe, nichts wirkt. Nein, nein, nein. Okay, es tut weh, wir haben noch so viele Tränke. Super Pilzmix. Ich habe eine mittelmäßig geniale Idee. Ich wollte sagen geniale, aber es ist nicht so genial. Wir benutzen Donnerzorn. Na komm, und mal sehen, wo er verwundbar ist. Und geschädigt wird ihm dann wohl schon, oder? Ah, ich bin unverwundbar. Du hast keine Chance. Und so soll die Zerstörung beginnen. Am besten mit dir. Hilflos wie eine Schildkröte auf dem Rücken. L-Macht.
Die Welten erzittern. Ist das Ende gekommen? Wie bedauerlich. Oh oh, jetzt gehen die Welten wirklich überall unter. Das ist Onkel, pass auf. So wie die Welten untergingen in Welt 6, gehen jetzt die anderen auch unter, ja? Klipstein, ho! Das ist gerade nicht so toll. Wir müssen etwas tun, wir müssen Mario und die anderen helfen. Ohne die reinen Herzen sind wir vollkommen machtlos gegen das dunkle Herz. Wir können nur aufgeben. Was redest du da? Du hast versprochen, dass wir zusammen glücklich werden. Hat dir das gelungen? Nein. Aber ohne die reinen Herzen, was sollen wir tun? Plumbeere, nimm dich zusammen! Wie kann es hier enden, nach all dem, was wir jetzt durchgemacht haben? Wir haben uns so deshalb wieder gefunden, weil wir nicht aufgegeben haben. Wie kannst du denn jetzt aufgeben? Ich werde nicht aufgeben. Du hast versprochen, dass wir glücklich werden. Du hast es versprochen. Da hat sie recht, Graf. Was mischt ihr euch da eigentlich ein? Meine Schergen, ihr habt uns hier gefunden. Ich würde euer Lächeln überall finden, Graf. Kleine Mut, dass sie walten wie. Sorry, hat es uns gesagt. Sie sagte, ihr würdet hierher kommen. Naja, sie sagte, sie spürt das hier. Oder irgendwie so halt. Das war sie ja. Sie hat sich echt voll reingehängt. Sie hat sogar für euch Klappe eingesteckt. Also, Graf, ich habe euch versprochen, für euch durchs Verhör zu gehen. Also müsst ihr mich helfen lassen. Genau. Die Mensch darf auf keinen Fall durchkommen. Er hat euch wirklich böse reingelegt, aber wir halten zu euch. Meine treuen Schergen. Dunkle Herzen. Toll. Was ist das? Reine Herzen? Aber woher? Ist das nicht offensichtlich von mir? Reine Herzen kommen direkt aus unseren Seelen. Solange wir lieben, gibt es sie auch. Springen Sie zu Mario! Hatte schon was von Digimon, hey. Immer diese gute Moral und alles. Genug gespielt. Es wird Zeit, die Sache zu Ende zu bringen. Ciao. Was? Was geschieht hier? Nein, ihr reinen Herzen. Aber ihr habt sie doch schon für Graf Knickwitz verbraucht. Was geschieht hier? Ich bin nicht mehr unverwundbar. Bowser, Superpower! Jetzt haben wir eine Chance! Die reinen Herzen haben uns ihre Kraft verliehen! Ruf ihn! Tempel! Gute Idee! Könnte von mir sein! Los, den kaufen wir uns! So! Ist das also so, ja? Dann... Wo müssen wir denn... Ah, okay. Ist das auch schon alles? Wenn das so ist, dann benutzen wir nochmal das Ganze. Donnerzorn. Ich kann mir nicht vorstellen, dass noch ein Endgegner danach kommt, deswegen verbraten wir jetzt alles. Na, wie hat das getan? War das gut? Da steckt aber schon so einiges ein. Schwierig. Okay, das ist echt hart. Ich glaube, wir haben noch mehr Items dieser Sorte. Werden sie auch benutzen? Okay. Weiter geht's im nächsten Part, weil das ist mir zu knackig gerade. Bis dann und ciao!